Hi Leute, sind dir schon mal Menschen begegnet, die einfach, egal in welcher Situation sie sind, völlig gelassen bleiben und schauen, was zu tun ist? Bei meiner Oma zum Beispiel sage ich immer so, wenn ich hingehe, weil ich hatte irgendein Problem. Und sie redet gar nicht über das Problem, sondern akzeptiert die Situation so, wie sie ist. Und sagt, ja, okay, ist halt so. Und sagt mir nur, ja, okay. Und dann mach doch das so. Das ist doch jetzt die einzige Möglichkeit, die du hast. Diese gewisse Gelassenheit. Und das finde ich schön, bei manchen Menschen zu beobachten, dass die kommt. Aber die kommt immer nur, wenn man die richtige Einstellung dazu findet. Wenn man sich selbst entwickelt. Und dann erkennt man wirklich, ey, die Dinge, die jetzt so sind, es bringt nichts, darüber zu schimpfen oder sonstiges. Sondern das Erste ist, es erstmal so zu sehen, wie es ist. Ist halt so. Ist halt so. So einfach und banal. Es lässt sich jetzt nichts mehr dran ändern. Aber was kann man jetzt machen so? Das ist der Punkt, den du dich fragen solltest. Was kannst du daran jetzt ändern? Was heißt es jetzt für dich? Okay? Ansonsten bringt es nichts, sich irgendwelche Gedanken über was zu machen, was schon passiert ist. Außer um eine Lösung dazu zu finden. Was kannst du jetzt ändern? Was heißt es jetzt für dich, wenn die Situation so ist? Dazu möchte ich dich anrufen und dann mal drüber nachdenken. Ansonsten macht's gut, Leute. Genießt ein bisschen das schöne Wetter. Ciao.